So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Monster Hunter World. Wir sehen irgendwie ziemlich cool aus. Irgendwie auch ziemlich bunt gemischt. Ich habe mir die Gyros-Hosen und den Rock gemacht, wie ich angekündigt habe, damit ich immun gegen dieses Miasma bin. Und dass mein Hammer... Was hat die Beine gemacht? Lähm erhöht, genau. Und ein Monster hatte mein Hammer scheinbar gebüßt. Und da hängt so ein Kopf von so einem Gyros dran. Komisch. Ja, wir haben jetzt eine Lähmwaffe. Jetzt bin ich endlich zufrieden mit meinem Hammer. Weil jetzt fängt das erst richtig an, gut zu werden. Und wir haben, glaube ich, die Palico-Ausrüstung gar nicht angeguckt vom Gyros. Oder haben wir die? Hat er überhaupt eine? Da gibt es gar keine. Ha! Haben wir also nicht mal übersehen, sondern es gibt einfach keine. Okay. Und wir haben jetzt die Aufgabe, gerade die ersten Viverianer zu finden, in denen wir in den uralten Wald gehen. Und das machen wir mal. Ich habe keine Ahnung, wo die da sein sollen, aber fliegen wir mal hin. Wir werden wahrscheinlich vom Rathalos angegriffen und müssen den dann jagen. Klingt für mich zumindest nach einem guten Zeitpunkt für den Rathalos. Und das werde ich wieder mit Maudado und Wintercracker machen. Heißt, ich darf jetzt gleich 8 Stunden warten, bis die online sind und dann kann ich wieder weiterspielen. Wir haben weiter recht viel zu tun irgendwie und sind immer erst so ab 20 Uhr da. Wenn es nach mir gehen würde, hätte ich, glaube ich, schon das Spiel durchgespielt zu dem Zeitpunkt jetzt. Aber gut, ich passe mich gerne an sie an, damit wir halt zusammen spielen können. Macht ja mehr Spaß im Koop und ich glaube, mir würden irgendwann die Worte ausgehen während den Monsterjagden. Während den Monsterjagden kann ich eh nicht so viel erzählen. Da will ich ja eh lieber beobachten und erspähen, was das Monster macht und was das Monster tut. Und dann, wenn andere dabei sind und irgendwie sagen, haha, das ist lustig, ich bin lustig, oh, guck mal, ich bin umgefallen, kann ich währenddessen aufs Monster achten. Und das ist gut, da muss ich nicht alleine hier den Unterhalter spielen. Aber es funktioniert ja auch manchmal alleine. Sage ich ja nichts gegen. Du weißt, wie der Hase läuft. Wir haben ja ab und zu ein paar Folgen noch solo. Lass uns getrennt suchen. Und keine letzte Angst. Folge. Diesmal passe ich auf. Jetzt rede ich da schon rein. Was ist mit mir passiert? Das letzte Mal. Die letzte Folge, die gerade online ist, ist die mit dem Jura Todus. Also ein Tag seit Barot-Folge vergangen. Ja. Bin sehr am Suchen des Spiels. Mein Charakter hat irgendwie auch 40, 50 Stunden Spielzeit schon. Aber ich glaube, davon stand ich auch 10 nur in der Gegend rum oder so. Aber hey, ich jage sehr gerne Monster und habe immer noch sehr, sehr viel Spaß an dem Spiel. Kann ich nicht verneinen. Ich hoffe, ihr habt auch noch Spaß am Zusehen. Ich habe keine Ahnung, wie es mit dem Projekt steht zu dem Zeitpunkt. Ich würde mir gerne so ein Papagei noch fangen. Haben wir, glaube ich, noch nicht geschafft, oder? Bin mir nicht sicher. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass meine Capture-Karte das Bild nicht so gut einfängt, wie es sein könnte. Weil ich meine PlayStation mal kurz direkt an den Monitor angesteckt habe und es sah besser und flüssiger aus. Aber gut, das lässt sich nicht verhindern, weil ich muss es ja mit einer Capture Card aufnehmen. Kann ja meine PlayStation nicht irgendwie anders aufnehmen. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Was ich für Objekte dabei habe, ist ja eigentlich egal. Ja, ich habe zwar die Hälfte zum Fangen dabei, aber auch keine Falle. Dann ist ja egal. Kann man Monster auch fangen, wenn es irgendwie von so einer Lehmkröte gelähmt ist oder so? Müsste ich mal testen. Na gut. Krieg mal ein geschwächtes Monster da rein. Hallo, Anja. Na, was geht? Seit wann ignoriert der einen? Egal, der weiß, dass ich einen Lähmhammer hab. Wir können ja auf jeden Fall erstmal was essen. Ich bin dazu mittlerweile geneigt, einfach nur noch das zu essen, was mir am meisten Ausdauer, Gesundheit gibt. Das war das hier. Ja, mit Angriff essen nehmen wir das. Komm. Guten Appetit. So. Dankeschön. Nervige, komische Frau. Und dann erste Stopp für eine neue Ration hinterher für maximale Ausdauer. So. Im Sprung die Karte öffnen funktioniert nicht. Gut, merke ich mir. Ich war in dem Wald halt schon sehr viel unterwegs, ne? Ich war eigentlich überall schon. Also das ist eigentlich meine Homebase. Das Einzige, wo ich mir vorstellen kann, dass irgendwas ist, ist hier oben. Ganz ehrlich. Dass die irgendwie da oben in dem Baum wohnen, beim Rathalos in der Nähe. Vielleicht soll ich einfach zum Rathalos ins Nest laufen. Quest hat mich bisher nur die für die Eier dahin geschickt, ne? Ja. Oho! Sind das Fußabdrücke? Jetzt könnte ich das Spiel schon hell sehen. Na gut, das ist das einzige Monster. Wir beide die gleiche Stelle gefunden. Hast du nicht gerade hinter mir im Lager? Du bist gruselig. Fußspuren. Bestimmt nicht von einem Rathalos. Ja, ist halt das einzige Monster, was hier auf der Map irgendwie noch bekannt war. Obwohl der Tobidachi ja auch auf einmal random da war. Oh, guck mal, eine Cutscene. Und riesige Fußspuren.
Oh, der kriegt bestimmt eine richtig coole Cutscene. Rathalos ist ja so das Fleck, das Hauptmonster von Monster Hunter. Das ist immer auf allen Covern drauf und sowas. So. Die Fährte scheint hier zu enden. Hey. Der ganze Wald flieht. Ist das... Nee, ist kein Azur-Rathalos, oder? Nee, normal. Rathalos! Hast mich nicht gekriegt. Oh, erstmal weggerutscht. Bitteschön, hab dich gern gerettet. Wann habe ich eigentlich meinen Helm auf in der Cutscene? Schau. Hallo, ich habe euch erwartet. Gefunden. Der hat ja voll die dicke Nase. Ja, den habe ich schon öfter gefunden. Der steht manchmal auf den Maps rum, aber er sagt, die Zeit ist noch nicht so weit. Ich spreche später mit euch. Na gut, ich hab, wie gesagt, ich hab mich hier genau umgeguckt. Was gibt's? Ja! Ihr möchtet wissen, wo die Bestie, die mit dem Berg aus Feuer auf dem Rücken zu finden sei? Ich verfüge über jenes Wissen. Aber noch seid ihr dessen nicht würdig. Wenn ihr noch ganz oben in der Nahrung, wenn ihr ganz oben in der Nahrungskette steht, nur wenn ihr den Feuerwüfern und den gehornten Wüfern besiegt, welche den Wald und das Ödland heimsuchen. Nur dann werdet ihr würdig sein. Eine neue Aufgabe ist verfügbar. Feuerregatron im Wald. Feuer und gehörnte Wüfern? Wir sollen wohl diese zwei Monster jagen. Es muss sich auf Rathalos und Diablos beziehen. Sollen wir zurück zur Basis und uns vorbereiten? Ja, dann kann ich nämlich mit den anderen hin. Okay, ein Rathalos und ein Diablos. Habe ich, also, ich hätte es nicht sagen müssen, hätte ich schon gewusst. Weil im Ödland ist ja der Diablos auch noch so als einziges über, den man manchmal sieht. Ja, der Rathalos hat uns aber doch öfter Wie bist du so schnell hierher gekommen? Siehst du auch noch gleichzeitig da unten? Ist ja richtig cool, wenn man sie noch hier so sehen könnte. Nee, da ist sie jetzt nicht mehr. Zauberfrau. Okay. Ja, wir gehen zurück und dann werden wir mit Mordado und Wintercracker jetzt Rathalos töten und danach scheinbar Diablos. Das klingt sehr straightforward. Und dann können wir mit dem alten Viverianer reden, mit dem ersten Viverianer. Ich dachte, es gibt mehr oder so. Aber scheinbar ist es nur einer. Okay. Und er gibt uns das Wissen, sobald wir oben in der Nahrungskette sind. Das ist doch schön. Ja, das Korallengebiet wird ja auch noch so ein... Also jedes Gebiet hat ja scheinbar so ein Megamonster, was man erjagen kann. Weil ich weiß ja, dass zum Beispiel in dieser Seuchenschlucht unten ist ja auch noch so ein Pestdrache scheinbar. Aber den habe ich noch nie gesehen. Und auf den freue ich mich eigentlich am meisten. Aber wenn das Korallenhochland auch noch so einen Megadrachen hat, dann wäre es cool. Oder so ein Megamonster. Naja, Diablos werde ich mir wahrscheinlich die Rüstung machen. Vielleicht auch nicht, weil ich eigentlich die Rüstung vom schwarzen Diablos immer hatte. Aber die Z-Boni sind weg. Also weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt was von dem brauche. Ah, der hat bestimmt Knockout King wieder. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wie kann ich zurückgehen? Mit dir? Himmel, wir haben echt alle Hände voll zu tun. Was, Partner? Von Expedition zurückkehren. Puh, das war anstrengend. Erstmal über die Beine klopfen. Ja, und dann werde ich in 8 Stunden scheinbar eine Rathalos und ein Diablos jagen. Sehr nice. Und dann kann ich meinen neuen Hammer ausprobieren. Für den Rathalos könnte ich theoretisch auch den Drachenältesten Hammer auswählen, weil der Rathalos ja Drachenschaden kriegt. Schwach dagegen ist und so. Ah, die Cutscene vom Rathalos war natürlich wieder ultra cool. Da wurde der ganze Himmel hat sich rot gefärbt. Sonst ist der Todesgott schlechthin.
Also ich meine, Rathalos kann recht nervig sein, das weiß ich. Aber jetzt bisschen übertrieben hier, die Cutscene. Okay, Partner. Ich habe hier Quests für den Feuerwüvern und den gehörnten Wüvern für dich. Ach, ich krieg gleich direkt beide. Aber ich denke, ich frage... Keine Ahnung, ich frage mal Wintergacker Mordado, mit welchen sie anfangen wollen. Es hat beide schrecklich zu bekämpfen. Diablos mag ich echt nicht so zu bekämpfen, weil... Oh, der rennt immer auf einen zu. Nimm feuriger Thron über den Wald an, gehörnter Tyrann unter dem Sand. Beim Diablos kann man Schallbomben gut verwenden. Und beim Diablos gut Blitzbomben. Hä? Was? Nein, beim Rathalos Blitzbomben, beim Diablos Schallbomben. Das wollte ich sagen. Was auch immer ich falsch gesagt habe, jetzt habe ich es korrigiert. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, bis gleich. Wusch. So, hallo und herzlich willkommen zu dem Rathalos, zu der Rathalos-Quest mit Mordado und Wintercracker. Ich habe eine Sache in meiner Ausrüstung geändert. Ich habe jetzt noch so ein Lähmungsamulett. Also habe ich jetzt Lähmungsangriff hoch und Lähmer hoch. Also kann ich Monster leichter ausknocken und leichter betäuben. Das klingt nach... Ich habe auch was geändert. Oh, was hast du geändert? Ja, Zombie, guck mal, was ich hier habe. Ach, das ist ein Bogen. Alter, ja. Verrückte Waffe. Ping, ping. Beim Rathalos Ultra praktisch. Wo ist die Kiste hier mit Zeug? Ach, da. Ich kann da so Dash und Dash. Und guck mal, Zombie. Oh, der kann vergiften, okay. Ja? Kann Megapfeil, glaube ich, machen. Ich weiß nicht, gerade nicht genau. Einmal schießen und dann Dreieck und Kreis. Kannst du einen machen und dann kann ich hier so einen Megadrachenpfeil. Ja, genau. Piu. Okay, gehen wir schnell hin, weil der haut gerne mal von seinem Nest am Anfang ab. Sonst stehen wir da rum und warten. Obwohl, wir können einfach ein Ei aufheben. Dann kommt er bestimmt wieder. Ich habe gar keine Tränke mitgenommen. Es gibt liegen noch bestimmt ein paar in der Kiste. Ja. Ich gehe wieder zurück. So, ich gehe mal zum Nest, ob er noch da ist. Nö. Ist schon abgehauen. Dann sammle ich hier kurz mal die Knochen und dann hebe ich einfach das Ei auf. Kann der vergiften? Ja, deswegen liegt da Gegengift in der Kiste. Ich dachte, der kann nicht vergiften, aber scheinbar kann das doch. Zu lange her. So, Hüfernei. Guck mal, wird da kacke, was ich da gefunden habe. Ich glaube, ich nehme auch so ein Ei. Macht ihr gerade seine Kinder kaputt? Nee, wir tragen die nur. Nee, wir tragen die nur. Guck, selbst wenn ich es hinlege, geht es nicht kaputt. Ist einfach nur weg. Wir gehen nur spazieren mit denen. Ich glaube, das ist kaputt gegangen. Ach so, hier an der Stelle kann man was richtig Cooles machen. Deswegen will ich auch, dass er hier am Anfang ist. Hier ist ein Schuppen. Oh. Gib mir die. Im schlimmsten Fall cutte ich einfach, bis er wieder hier hochkommt. Aber eigentlich sollten wir den anlocken können. Wie lege ich das Ei weg? Mit Viereck. Ah. Für immer mit Ei gefangen. Bin ich normal auch kaputt, wenn man rollt? Man kann sogar mit denen rollen mittlerweile. Ich kann diese nervigen Dinger am Himmel einfach wegschießen. Was für nervige Dinger am Himmel? Ja, diese Fliegen. Gibt's die hier? Ja, Gott, ich war hier eine. Jetzt ist sie tot. Ich habe eine neue Kombo entdeckt. Oh, kommt der? Spüre das Monster auf. Guck, da oben ist zum Beispiel auch eins. Bin mir nicht sicher, er bewegt sich gerade. Ich guck mal auf die Karte. Guck mal, ich hab so ein Ding gekriegt. Ich glaube, er kommt. Ich hoffe es zumindest. Oh, guck mal. Ist er auch tot? Oh, der hat doch tötet Insekten. Nein. Och, ich verkack die Kombo die ganze Zeit. Wie die Vorführer. Guck mal meine Maske an, wenn der. Achso. Ich muss dich auch angucken, wenn du die vorführst. Der Front so gehäutet. Warte. Shit. Ja. Warte. Okay. Ich muss einen Aufladeschlag machen. Ich muss einen voll aufgeladenen. Nein! Warum geht's nicht mehr? Musst du einen. Es kann sein, manche Attacken gehen nur, wenn du was triffst. Ich hab das aber vorhin schon einmal geschafft. Hä? Warte, nochmal. Ach, ich weiß, worum es nicht geht. Ich hab wieder eine Fliege getötet. So, genau, jetzt mache ich den. Ah, du kannst öfter hintereinander aufgeladene Schläge machen. Und jetzt, pass auf. Pow. Pow. Ah, so ein Multi-Angriff. Da oben, guck mal. So dumm. Komm immer wieder. Die Kombo habe ich auch gelernt, jetzt neu. Oh, er ist mal. Irgendwie 20 Meter entfernt. Ich kann das looten. Ja, das Ding kann man auch eine Rüstung machen. Ach so, Alter! Das kann ich den ganzen Tag machen. Ich glaube, er kommt gerade von da hoch angeflogen. Lock den mal dann hier so in die Mitte. Da haut ihn mal auf uns wütend ist, sonst haut er gleich wieder ab. Okay, hab ihn. Hallo Rathalos, schön, dass du endlich da bist. Oh, er schreit.
Bleib hier in der Mitte stehen, oder? Achso, wir müssen ihn erstmal auf den Boden bringen. Wollen wir mit den Donnerdingern abwerfen? Ja, ich mache schon, bereite gerade vor. Nur, dass er hier schön in der Mitte drüber ist. Jetzt ist er genau bei Maudado, wo er nicht sein soll. Hab ihn! Komm her! Komm her, Rathalos. Sein feiner Bub. Ich mach 2 Damage. Jetzt. Aua. Meine Ausdauer war leer, weil ich hin und her gerannt bin die ganze Zeit. Ah! Okay, Kamin. Und jetzt mache ich hier eine kleine Fassbombe hin. Und geht mein Plan auf? Reicht die kleine Fassbombe? Ja, ich glaube schon. Guck mal, ich habe so einen Steinhager gemacht. Reicht die kleine Fassbombe? Ich glaube, die reicht nicht. Okay, mache ich eine große noch hin. Mit der Kacke kannst du ein paar Zentimeter zur Seite locken. Kann ich probieren. Aber der Bogen ist auch halbwegs Nahkampf anscheinend. So. Jetzt. Hallo. Zeit für die Spülung. Oh Gott. Oh nein! Nicht die Spülung. Hilfe! Die Spülung. Sollte irgendwo da unten jetzt hängen. Ja, genau. Oh, kann ich hier oben hängen und schießen? Nee, kann ich nicht. Das hat ihm irgendwie, glaube ich, 500 Schaden gemacht oder sowas. Oh, perfekt. Diese neue Mega-Kombo macht mich wieder mit Peter. Extra dafür Passbomben mitgenommen. So. Aua. Nicer Scream. Nicer Feuerball, Gott. Der mich fast gewonnen hittet hat. Oh, oh. Ich brenne. Er haut ab. Oh Gott sei Dank. Unser Vorteil, ja. Soll ich meine Sprühding? Ja, komm. Ich mach mein Sprühding auch hier auf dem Boden. Oh, ich hab schon mega dran getrunken. Oh, ich wollte extra, dass wir die. Okay, ich trinke einen kleinen Trank dazu. Ein bisschen schneller. Dann stell ich neue her. So. Ich muss mal gucken, durch welche Nebenquest man diese Sprühdinger bekommt. Wenn wir die alle haben, ist echt praktisch. Wenn es okay ist. Ja, ja, nö. Nee, also, ich habe nichts gegen diese Sprühdinger. Okay. Ist er jetzt bei dem Felsen? Ah, ne, bei ich dem Baum. Ich kann den wahrscheinlich nicht vergiften, oder? Doch. Ja. Aber, wenn ja. Wenn er einen selbst vergiftet. Ratian kann man auch vergiften. Ich habe gar keinen Gift, aber... Hab ihn runtergehauen? Oh, nice. Und ich drehe mich einfach mal ein bisschen in seinen Kopf rein. Hab ihn ausgelockt. Ja, keine Ahnung, lassen wir sie. Rathalos gewinnt den Kampf gegen Aljanath eh. Sollen sie ruhig einen Revierkampf machen. Oh nein, ich hab... Aber ich hab Angst vor dem. Das glaube ich. Oh, er macht Feuer. Nee. Aber oh, der Aljanath geht auf mich. Jetzt macht er Feuer. Können wir beide töten? Oh Gott. Jetzt geht der Rathalos. Aljanath, lass Mordado in Ruhe. Wir hätten Dunkbomben auch mitnehmen können, damit können wir die voneinander wegscheuchen von der Map. Ich wollte sie ja sowieso kacke rumschießen. Ja, das stimmt. Kann ich den Sprung da bis zum Kopf schaffen? Ja, ich hab's den Kopf. Bin da auf Rathalos. Oh nein, jetzt rastet er aus. Ich kann einfach die Position wechseln bei jedem Angriff. Ist ja voll praktisch. Ey, dieser Aufladeschuss macht 50 Damage einfach über die Entfernung. Okay, ich habe ihn gleich. Okay, ist runtergefallen. Aljanath hat mich aber umgehauen. Kann dieser Aljanath einfach uns in Ruhe lassen? Der geht echt auf die Nerven. Möchte ich gerade hier anmerken. Dann wäre es wütend. Ja. So. Fliegt er wieder rum oder was macht er? Ich kann nicht mal springen, wenn ich keinen Platz hab. Ja, er fliegt wieder. Aua. Wenn du willst, Winterquacker, kannst du gerne mal probieren mit einer Blitzbombe. Ah, ich weiß nicht. Ich würde gerne erstmal den Aljanath weg haben, weil. Okay. Ist der hier. Ja, ja, okay. Ist da jetzt noch was Drittes? Ja. Ist der der Tobi Dachi? Ja. Der Reiber Dachi. Aber wenn die sich gegenseitig bekämpfen? Ja, ich weiß nur nicht, wer den Revierkampf gewinnt von den beiden. Wahrscheinlich der Rathalos. Naja, wenn ich hab Rathalos betäubt. Gelähmt.
Okay, ja. Aber die Echse verzieht sich wieder. Hölle einfach. Power. Aber ich kann gerade gut draufhauen. Steht zwar irgendwie die ganze Zeit im Monster drin, aber. Nein, er schreibt mich an, während ich brenne. Er hat auch ab. Oh, hast du nochmal dieses Bodenheilding? Ist es schon wieder bereit? Ich guck mal. Nee, noch nicht, dauert noch kurz. Gut. Du musst rollen übrigens, dass das Feuer ausgeht. Jetzt geht's wieder. Okay. Hallo. Perfekt. Eine kleine Portion Heilung für euch. Danke. Der kann sein, dass er zu seinem Nesthof liegt, dann können wir einfach wieder zum uralten Lager gehen. Nee, er ist irgendwo im Baum. Ja, gut, dann rennen wir. Er ist genau beim Tobidachi. Ja, laufen wir einfach. Okay, komme. Let's go. Immerhin können die sich nicht erholen, während die gegeneinander kämpfen. Ich glaube, die erholen sich echt erst, wenn sie fast tot sind. Müssen wir da oben lang laufen? Diese Spürkäfer haben immer voll den Fehlstein, über diese Bäume zu schicken. Ich weiß nicht warum. Ja. Aber es ist cool. Ja, kann man wissen. Außer man schafft einen Sprung nicht, dann ist es nicht mehr cool. Dann ist es echt uncool. So, hier unten durch. Hier? Ne, noch weiter. Schade, könnten wir einen Stein auf ihn drauffallen lassen. Ich mag diese Maps, wo diese Schlingkäfer sind, an die man sich dranhängen kann. Muss man einfach nur mit der Schleuder hochziehen und Kreis drücken. Oh, Honig. Oh, glänzender Honig. Ach, hier sind sie. Die beiden. Tobidachi ist halt immer noch hier. Und die beiden spielen miteinander. Können wir nicht gegen einfach Rathalos alleine kämpfen? Das wäre echt angenehm. Oh, ja. Tobidachi liegt am Boden. Rathalos hat den scheinbar verprügelt. Also wenn der stirbt, können wir den halt einfach looten, gell? Das stimmt. Durch einen Revierkampf, oder? Ich auch nicht. Ich hoffe. Das war doch einer der Ersten. Was passiert hier? Ja. Ich hänge einfach an der Wand. Oh Gott, ich wurde irgendwo in einen Baum runtergepfeffert. Ich auch. Einer von beiden hat Hunger. Das ist Rathalos? Ja, der Sabbat. Man wird Rathalos jetzt echt ultra langsam sein und wir haben gleich Zeit, ein bisschen drauf zu hauen. Ich glaube, der andere ist gerade weg, oder? Macht Rathalos auch immer zwei Schweifdrehungen? Nee, einen. Oh! Oh? Das ist zu mir hochgekommen. Achso. Dafür, dass er keine Ausdauer hat? Achtung, er dreht sich. Schild ja, aber ich bin Wo bin ich? Kannst du mal stehen bleiben? Schon wieder ein Schweifhieb? Gut, dass das Winterköcker so gut draufprügelt. Oh, ich habe irgendwas gebrochen. So ein Sprungangriff. Oh, ein Sprungangriff. Oh, er kommt zu mir. Ja. Ach, deswegen rennt er da runter. Ich habe mich schon gefragt, was er da unten will. Bin nochmal drauf gemountet. Ja, nice. Oh, Winterköcker hat ihn einfach. Ich hab den Schweif abgetrennt, ja. Nice. Dann hau auf den Kopf, Winterköcker. Hast die offizielle Erlaubnis. Nice. Bin ich ultra schwach am Kopf. Der Schweifexperte hat wieder zugeschlagen. Oh, ich hab sogar den Schweif gebootet. Nice. Oh, warte, wo? Hier. Achtung, Feuer. Ja, wenn der einen Feuerball spuckt, ist halt echt kritisch. Aua, er ist auf mich gerannt. Ich hoffe, er rennt nicht nochmal auf mich. Feuer. Oh ne, immer noch nicht. Oh nein, der ist so kurz davor. Aua. Ah, da. Er hat mich erwischt mit dem Feuerball. Ja, roll einfach ganz schnell dreimal. Vielleicht überlebst du es. Ich habe ihn nur hier hochgelockt. Also, ihr habt kurz ein bisschen Zeit. Oh Gott, ich hatte noch einen Nanometer. Ach, er hat diesen Sturzangriff gemacht, der ist fürchterlich. Rückenmark. Achtung, Winterquacker. Oh Gott. Haben wir geblendet. Sehr gut. So. Bisschen Zeit zum Draufkloppen. Ich habe ihn entweder wehgetan oder. Ja, nur wehgetan, schade. Hätte echt gerne betäubt oder gelähmt. Huch, wo dreht er denn seinen Kopf? Ah, perfekt. Oh. Wer auch immer das war. Du kannst auch betäuben, oder? Damit, wenn du diese ganz auf Kreis drückst und dann diese Steine runterfallen. Ach so, stimmt. Das habe ich vergessen. Das habe ich am Anfang mehr gemacht. Ich bin noch Anfänger im Boden. Ja, ja. Ich habe den auch nur einmal verwendet. Aber, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ich mache viel mehr Damage als mit der Klebe. Achtung, wir sind alle fast tot. Okay, Leute. Ich mache jetzt 1000-mal mehr Schaden mit diesem Mega-Angriff. Kriegst du so viel Damage. Alter, also seid ihr beide auf einmal
ultra stark geworden. Ich meine, wie viel Schaden macht bei euch ein starker Angriff irgendwie? Er kann nicht mehr fliegen. Das ist gerade ja, einer starker Angriff macht 50. Ja, meiner macht 120 bis 200. Meiner macht 250. Ja. Mit einem. Und der, ich schlag jetzt zweimal in Folge. Ich habe ihn gerade ausgenockt. Ah, du bist schon da. Er will wegfliegen wahrscheinlich. Ja. Ich lüfte kurz den Schweif. Seid ihr voll? Ja. Oder soll ich nochmal das Zeug legen? Hab schon einen Megatrank. Und der Kacke, hast du noch irgendeinen Trank? Ach, ich hab grad eben 4 Honig gefunden. Ja, aber nur noch 3. Das kann ich sowas irgendwie von mir leisten. So. Ich hab den Ratalos Schwanz bekommen. Ach so, ich hab nur Rückenmark bekommen, also kann man den Schwanz bekommen. Ja. Ja. Und der Kacke hat ja auch den Schwanz, glaube ich. Ja. Und hier kann man runterhüpfen. Mit Kreis, glaube ich. Genau. Ultra Move. Ich pfeffer ihn gleich vom Himmel mit einer Blitzkapsel, wenn ich. Muss aber kurz aufstehen. Für ein paar Sekunden. Oh, hab nicht getroffen. Hat jemand die Steine oben runtergeschossen? Ja. Oder hat er ihn wahrscheinlich getroffen? Ach so, ich hab diese runter, diese Pfeil, Steinchen, die haben das. Hä? Wo ist mein Schuss hingegangen? Warte. Ah, war vielleicht ein Blindgänger. Wie konnte ich euch verlieren? Wir sind einfach die Brücke runtergesprungen mit der Cracker. Ihr seid unten? Ja. Er ist runter und wir sind runter. Oh, ich finde da nicht lustig mit den Steinen. Ich muss unbedingt schärfen. Oh Gott. Wo ist ein Ding? Das Feuer macht mir ultra Angst. Kann man den nicht irgendwie nass machen? Leider nicht. Okay. Ich bin kurz abgehauen. Ich gehe kurz Waffe schärfen. So. Sag mir nicht, dass der gerade zu mir hochkommt. Der kommt zu dir hoch. Ja. Ja, er will aber einen Feuerangriff machen und hat verfehlt. Dann wieder zurück runter. Ah, oh, okay. Hier auf der Schräge kann ich richtig gut angreifen. Wenn ihr da drauf bleibt. Oh. Tobidachi ist wieder hier. Der bewegt sich so viel. Ich habe keine Blitzbomben mehr mit der Köcke, ne? Jetzt müsstest du machen, wenn er in der Luft ist, ne? Nein. Warum lächelt er mich an? Hör auf. Oh, die kämpfen gegeneinander. Ja. Mal wieder. Attacke! Okay, er ist ja am Boden. Brauchst nicht. Ja. Alter. Attacke. Okay. Oh, ich bin fast in den Feuerball reingelaufen. Haben wir nochmal gemountet? Was? Muss mir bitte keinen Schweif abtrennen, dass ich runterfalle. Oh, ich schieße auf den. Ja, drauf schießen kannst du. Nee, ich habe auf den anderen geschossen. Jetzt hast du ja mit. Achso. Er hat einen Ast gebrochen. Okay, ich hau drauf. Aufgeladener Schlag und ist unten. Nice. Er ist auch fangbereit. Soll ich ihn fangen? Ja. Ja, mach. Okay, lass einfach. Oh, ich hab noch einen drauf. Ja. Soll ich warten, bis er zum Nest fliegt? Ja, hauen wir ab. Gehen wir einfach von der Map. Wir fangen ihn beim Nest. Ist einfacher, glaube ich. Wird er jetzt hingehen. Teleportieren wir uns einfach? Ja, so, wir müssen aus dem Kampffeuer. Deswegen geht einfach auf ein anderes Gebiet. Nein, er schreit so viel, ich will hier weg. So, dann gehe ich da hoch. Okay. Das war ultra schön, die Jagd. Ja, es hat auch echt, also mit Bogen echt viel Spaß gemacht. Erstaunlich. Ich weiß nicht, wie man Damage. Bogen reizt mich auch sehr, aber ich glaube, ich warte bis zur PC-Version, dann kann ich noch besser zielen. Ja, im PC macht es noch mehr Spaß. Ja, genau. Glaube ich, aber. Endlich habe ich nicht mehr diesen blöden Käfer, die ja nie macht, was man will. Ja, ich war auch sehr frustriert mit der Insektenklefe. Oh, hier ist ein Blumenbeet. Ja, das ist allgemein ein bisschen Zeug. Sonnenblüte. Schockfalle, Beruhigungsbomben habe ich alles. Okay. Dann warten wir einfach hier, bis er jetzt schlafen geht. Ich glaube, der geht auch schlafen, wenn ich bei ihm bin, aber lieber warten. Genau. Läuft beide Richtung. Nein, falsche Abbiegung. Da. Genau.
Der braucht voll lange, um zu seinem Nest zu kommen. Der ist noch nicht da. Hey Leute, warte nur kurz. Maudano, spät. Ja, ich bin durch. Ich spähe mit. Wetterköcke, komm auch. Wir müssen zu dritt spähen. Okay, warte. Einfach wegstecken, die Waffe. Zu weit. Oh, Wetter-Tracker. Ich spiel weiter vorne. Okay. Lol, der ist schlafen gegangen. Wie unerwartet. So ein Trottel. Jetzt ist unsere Chance. So, wenn ihr Rathalos Platten bekommt, habt ihr Luck gehabt. Eins, ich hab zwei. Noch der Gute Nacht. Verdient. Ah, dafür schläft er jetzt in unserer Basis. Das sind Knochen. Bitte, bitte. Knochen. Felsknochen brauche ich. Felsknochen gibt's nur in dieser Schlucht des Todes da. Teil der Verwesung. Hier gibt's nur... Alter Knochen! Alter Knochen. Alter Knochen gibt's hier, genau. Korallenknochen im Korallengebiet. Ah. Und alte Knochen bei Alten. Hier, in dem Gebiet. Ich hab... zwei Platten. Schuppe, Schuppe, Panzer, Flammbeutel! Oh, das ist glaube ich auch selten. Brauchte ich. Ja. Die Platte ist genau umgedreht von den Farben her. Also die ist schwarz und hat rote Panzer, Texturen. Gewebe, Gewebe, okay. Panzer, Gewebe. Ja. Ich habe irgendwie Ultralack. Ich habe von jedem Monster immer direkt zwei Platten bekommen, immer wenn ich die besiegt habe. Das ist die Presseversion, da droppen mehr Platten. Alter Winterköcker! Ja, was? Du hast Karten! Welche hatte ich? Zerstörte Teile, zwei Stück. Und zwei Monster gefunden. Oh. Zerstörte Teile habe ich öfter gehabt. Jo. Ganz oben in der Nahrungskette ist er. Der Herr Diablos, der sollte genau hier vor dem Gebiet sein. Das sollte ultra einfach sein, den zu finden. Und dann können wir den mit Maudado und Winterköcker schnell erjagen. Diablos habe ich viele bekämpft. Sollte ich am ersten klarkommen mit eigentlich? Hier müsst ihr sein. Also hier treibt er sich immer rum, während den Dingern. Wahrscheinlich so über uns oder so. Da sind Fußspuren, hey. Ah, jetzt führt's in die Mitte. Ist 100 pro hier in der Mitte. Sonst bin ich enttäuscht. Ja, hahaha. Okay, bei so einem Ameisennest. Ah, jetzt schreit so ein Vogel und dann kommt er auch durch den Boden gebrochen. Oder? Weil es ist halt im Spiel geht, die wollen wahrscheinlich die Möglichkeit zeigen. Oh, nee, da kommt Barot, hallo. Was geht? Der mindet sein own business. Das ist aber jetzt selber schuld. Er guckt nur verwirrt, warum die alle so ausrasten. Die Cutscenes für die beiden sind echt gut gemacht. Also cooler nochmal als für die anderen. Wie man nicht mal einen guten Blick drauf bekommt. Vom Sande begraben. Und der Barot ist einfach weg? Oh, da ist er. RIP. Kann ich den jetzt looten? Oh. Hallo. Na? Mr. Diablos. Not happy to see me. Dem sein Schrei ist so lustig. Das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Ich möchte bitte... Hätte ich einen Gilly-Mantel, dann könnte ich den looten. Oh, der ist ja in eine Wand reingerannt, das ist ja richtig gut. Dann bist du auf meine Katze gegangen. Gut, dass ich den Barot kurz noch looten kann. Haut mit seinem Schweif rum. Danke für den gratis Loot. So, wir holen uns mit der Köcker Baudado. Von Quest zurückkehren. Ja. Tja.
Das Essen war da, du hast auf den Tisch geschlagen und das Essen war weg. Du bist ganz schön schnell im Essen. Bereit für den Kampf gegen Maudado. Oh, ja. Ja. Und? Ich ramm dich sowas von um, Sammy. Ja. Stehen so weit auseinander. Okay, hey. Okay, können wir losgehen. Schöner Mantel, Winterquaker. Danke. Oh, wie findet ihr meine neue Hose? Eine Rad? Das ist auch nicht schlecht. Hose, die weiße oder die Ratalos-Gürtel, meinst du? Hüftring heißen die, glaube ich. War eine Hose. Ja, egal. Du hast eine Paolumo-Hose. Ja. Oder Schuhe. Von Pramolu kaufe ich nichts. Ich habe meinen Mantel von denen. Wow, ja. Mit der Cracker, dass du die Firma unterstützt. Haben wir verwirrt. Oh, Knochen. Habe ich hier Rationen? Ja. Lass mir meine Ausdauer voll essen. Die brauche ich bei dem. Ist der noch hier am Chillen irgendwo? Ja, der ist da noch. Links von euch. Links. Nicht unten. Also dann doch unter in dem uns. Loch, oder wie? Ja, unter uns. Achso, ja, wollte ich hin. Ist das Loch offen, so. Oder? Ist ja. Ach, das ist noch offen, okay. Ich hab ihn gefunden. Hui, ich surf auch gerade runter. Stimmt, hier sind ja diese Blitzkäfer in seinem Nest hier. Das ist richtig praktisch. Oh. Muss ich erst auf ihn schießen, dass er zu mir hinkommt? Oh, er gräbt sich ein, Winterquacker. Oh nein, hä? Oh Gott. Ich habe die Schallbombe zu spät geschossen. Ja, ich weiß, der Angriff ist immer so. Und den macht er ultra oft. Ich bin auch fast tot, der ist zweimal auf mich gegangen. Mit Pfeil und Bogen kann ich wahrscheinlich nichts abhaken, bin oder? Betäubt, wenn er mich jetzt einmal schlägt, bin ich K.O. Ich schieße auf ihn, so viel ich kann. Bin tot. Oh. Und der Kick ist tot, okay. Kann mich mit erster Hilfe. Dieser Dodge mit Pfeil und Bogen ist richtig praktisch. Wir können den auch hier gegen diese Felsen rennen lassen, dann steckt er ein bisschen mit seinem Kopf fest. Ganz lustig. Oh Gott, das verbraucht ja Ausdauer. Wo kostet denn außer Puste oder warum macht er nichts mehr? Aua. Nimm zurück. Gott, macht der Schaden. Machen meine Steinchen einfach ganze Zeit auf ihn, das stört ihn bestimmt, weil er ja nicht. Ja, hey! Haben die Steinchen das gemacht? Oder? Nein, ich habe meine Streikapfel geschossen. Ach so, gut gemacht, so nett. Hat er keinen Bock, dass er diesen dummen Angriff die ganze Zeit macht. Ach, das macht er zweimal, okay. Habe ich vergessen. Ewig nicht bekämpftes Ding. Als Pfeil im Boden kann ich ja wahrscheinlich nichts abhaken, oder? Oh, Zombie. Doch, kannst du. Das ist Stechschaden. Ja. Kannst du Schweif abtrennen damit. Kannst betäuben, kannst Schweif abtrennen. Flügeln mache ich am meisten Schaden. Ja, Flügeln und Bauch, also die Brust vorne. Da kriegt er am meisten Schaden. Kopf kriegt er ultra wenig, weil der so stabil ist. Stabiler Kopf. Oh Gott, hier zu rutschen ist ja so Schwachsinn. Okay. Ich hätte gerne irgendwie 10-mal so viel Panzerung, um gegen den zu kämpfen. Ich trau mich gar nicht in den ran, während er wütend ist. Als Schild gerade nur. Okay, komm zurück. So, machst du jetzt den dummen Schweifangriff? Ja. Er gräbt sich ein. Ach, oh nee, tut hier weg. Ach nein, ist gerade so. Wie letzter Moment. Man so schnell die blöden Dinge ausrüsten und die abfeuern. Ja, das ist die Sache. Ich habe meine 3 übrigens schon verbraucht. Ich habe es einmal geschafft von 3-mal. Oh, ich bin tot. Ja. Hä? Beide ohnmächtig, müssen wir vorbei. Ich war full life. Ich nicht. Und ich habe Verteidigung gegessen. Und ich habe einen Ratalos-Hose. Oh, der ist cool. Ja, aber auch sehr gefährlich. Hallo. Liebe ist immer auf japanisch begrüßt zu werden. Was sagen die da? Achso. Lebenskraftmantel habe ich hier. Oh, Gesundheitsbooster. Ah, den hast du ja. Winterquacker hat den dann auch. Hä? Ja, hol den dir in dem Zelt. Winterquacker.
Oder willst du lieber den Tarnmantel haben, um dich zu verstecken? Ich finde den eigentlich schon cool, aber ich kann auch da reingehen. Reagenzzelt. Ja, aber unendliche Heilung? Der Diablos ist direkt hier unten. Und die Kiste ist wo? Ach, hier. Ja, hier. Um die Ecke versteckt. Huch, ist ganz schön leer. Hat sich da jemand bedient? Ich habe zwei genommen, weil ich immer zwei nehmen will. Ich habe auch zwei genommen. Der Greg hat wohl auch zwei genommen. Ja, ich habe alles, was ich brauche. Okay. Und jetzt drin tada, zwei Diablos. Als ich nicht mehr zwei genommen habe. Oh, shit. Ich hab mein Ding noch geballert, aber es war zu spät. Warum? Es ist nicht gerutscht. Ja. Rip. Geh. Immer eben schnabulieren. Kannst du wieder? Ich glaube. Ah ja. Aber er geht auf mich. Achso. Er kommt aber danach zu. Problem. Oh. Nee, ich bin tot. Oh. Ah, schade. Oh, ich glaube, wir waren nah dran, oder? Ja, ich würde auch sagen. Geht hier. Oben. Oben? Ja, wir haben doch gerade gesagt, er geht hoch. War er mit dem Weg finden beschäftigt. Von daher hat ihn gerade gebrochen. Ja. Wie weit gehen dem seine Hörner? Ach Gott, das ist schon zweimal rollen. Okay. Da, wo ist er hin? Da ist er. Hallo. Er ist gelähmt. Nice. Immer einen Mega-Schlag gemacht. Jetzt. Kann ich noch rausnocken, bitte? Ja? Okay, ein Horn ist gebrochen. Hoch? War gerade bei irgendwie ein Seehorn? Ja. Das war mein. Oh Gott! Mein Leuchtturm hier. Alter, wie viel Damage das immer ist. Ja, ja. Nein, ich wollte. Oh, cool, hat mich getroffen. Da wurdest du weggewischt. Oh Gott. Er greift sich ein. Ich hole ihn gleich raus. Achso, okay. Ich glaube, das war rausgeholt, oder? Ich glaube, ich bin nicht mehr zu mir. Und wir haben irgendwas gebrochen. Ja, ich glaube, seine Rücken irgendwie. Oh. Ist er noch das auf? Oh, weil ihn eigentlich, wie sagt man dadurch, in die Gräfe spielt, so zu selten gemountet. Nee, ja, aber den kann man auch echt schwer mounten. Ich versuch's auch gerade die ganze Zeit an dem Hügel hier. Hab ihn. Nice. Ist unmöglich. So, gleich bleibt er dann ruhig stehen. Wie, hol ich dich raus? Jetzt bleibt er. Ja, jetzt. Oh, jetzt bleibt er gleich ruhig stehen, Winterköcker. Sei bereit. Ja, ich komm. Okay, er steht. Und gleich fällt er dann noch. Achtung, jetzt fällt er. Ausgenockt? Ja. So. Oh Gott, ich bin so weit hinten. Ach, oh, er hat sich zu mir gedreht für den letzten Schlag, sehr schön. Oh oh. Ich bin schon wieder tot. Ich lass mich auf ihn übertreffen, ich muss zeitlich von ihm stehen. Das war dumm. Der macht so lächerlich viel Schaden, der Junge. Oh Gott. Vielleicht geht er auf mich. Ah. Ja, ich bin weggesprungen. Ich hab zwar noch eine Schreikapsel gehabt, aber war nicht so sicher, wo ihr seid. Ups. Oh. Ich mach mal so ein Mega-Gesundheitsding hier. Ja, 2 Meter neben dir ist auch eins. Ich mach ihn raus aus dem Boden. Ja, ich mach mal. Hab ihn gelernt. Zweites Horn gebrochen. So, Waffen schärfen müssen wir noch lange nicht. So, jetzt für eine Taktikänderung, um die Brust zu gehen.
Achtung, er klappt sich wieder ein. Aber ich glaube, er will die Map wechseln. Er geht runter, er geht runter. Er ignoriert euch. Keine Angst. So, ich schärf kurz. Soll ich ihn wieder hochholen? Ich bin jetzt runtergegangen. Okay, wir können ihn auch hochholen, theoretisch. Aber wir können auch die Blitzkapseln unten nutzen, dass er uns nicht mehr angreift. Oder diese Blitzkäfer, die da rumfliegen. Falls da noch welche überhaupt über sind. Ich habe irgendwie einen aus Versehen am Anfang weggemacht. Nein, er wollte mich angreifen. Ach so. Im Rutschen hat er mich einfach abgefangen. Sehr nett. Jetzt geht auf Winterköcker. Hä? Komm einfach runter, Winterköcker. Ich bin wieder oben. Ja, ich bin noch oben. Der kommt schon wieder zu uns. So, ich stelle mich hier davor hin und dass er hier herkommt. Er ist nicht mehr auf der Karte? Ach, das ist, wenn er eingegraben ist, okay. Er gräbt sich nochmal ein. Nein. Okay. Will ich sterben. Er geht auf mich. Er ist genau vor dem Blitzkäfer. Und jetzt aktivieren. So, ja, Achtung, wenn er jetzt greift, schlägt er mal random um sich ein bisschen. Und trifft mich natürlich direkt. Okay, ist nicht mehr betäubt, geblendet. Achtung! Oh. Kannst du nicht aus deinen Angriffen rausrollen mit zu canceln? Nicht unbedingt. Okay. Hängt, glaube ich, ein bisschen vom Angriff ab. Nehmen wir gegen den Stein. Gucken, dann knockt er sich aus, wenn er so einen Charge-Angriff macht. Man kann ihn auch mit normalen Angriffen kaputt machen. Er will auf Winterköcker. Ja. Ich stelle mich mal vor einen Stein, vielleicht charge da, aber er gräbt sich meistens ein, wenn man dann da steht oder so. Das ist eh immer der Ultra-Prank. Oder er rennt einfach normal hin und gräbt sich dann ein. Hast du noch so ein Ding? Nee, nee. Ja, jetzt ein bisschen spät. Nice. Ich heile mich mal noch ein bisschen. Ich glaube, das Leben. Aber vielleicht kriege ich auch so wenig Schaden, weil ich total viele Rüstkapseln in meine Rüstung gemacht habe, Mordado. Hast du deine schon geupgradet? Er ist hungrig, er macht nichts mehr kurz. Oder seine Angriffe allgemein sind sehr langsam. Auch sein Charge und so. Ja. Oh Mann. Natürlich gräbt er sich aber trotzdem ein. Geht er essen? Ja, er geht essen. Aber wechselt die Map. Da sucht er sich was zum Happen. Ich muss nicht mehr schärfen. Ja, hast ja keine Schärfe. Rück. Ich bin einfach nicht mehr scharf. Ich habe nur gar keine Schärfe verloren, so wenig konnte ich draufhauen. Ist noch besser. Einfach nicht angreifen. Geheimtipp. Oh. Lichtkristalle. Okay, so selten sind die wohl doch nicht. Ja, schon seltener. Ist das schon? Ich würde es gerne unterbinden, sein Essen. Ja, wahrscheinlich kaut er schon fleißig auf was rum. Ja. Der ist Kaktus? Hm. Okay. Ja, ich kann ein bisschen draufbauen, während er isst. Er hat fertig gegessen. Die einfach instant auf dich losgecharged ist. Der geil hier. Und der geht noch gerade. Ja. Oh. Ich versuche ihn zu mounten. Hab ich auch schon probiert. Den Move war da noch nie gemacht. Wo steht der? So ein Hip-Check, ja. Macht der. Ja, macht der gleich zweimal. Und erwischt dich dann mit dem Schweif. Boah, Leute, ich bin schon zweimal gestorben. Oh, Alter. Kann ich jetzt wieder essen? Hast du dich perfekt hingelockt mit der Kacke? Ja, ich hab den jetzt. Oh, hüpf irgendwo runter oder so, und dann kann er keinen Charge machen. Oh Gott, okay, passt. Oh, du hast eine Schallbombe noch gehabt. Ja. Oh, mach doch nochmal. Okay, und ich wieder hüpf runter. Also. Oh Gott, okay, der kommt einfach mit runter. Ich nehme meinen Hüpf runter zurück. Ist dem scheinbar echt egal. Ja, jetzt mach das auf dich. Oder? Nee. Oh Gott.
Ich hab den irgendwie von 8 mal. Ja, aber du kannst das nicht. Ja, ja, der hat halt eine Resistenz. Man muss es halt echt oft machen halt. Der will mich irgendwo abreiben, aber ich weiß noch nicht wo. Okay, jetzt steht er gleich ruhig da. Okay, ich lade. 3, 2, 1, umfallen. Ich mache am Kopf ehrlich gesagt doch echt viel Schaden. Seitdem die Hörner gebrochen sind. Okay, er gräbt sich ein. Schon wieder auf mich? Nee. Hast du ihn rausgehauen? Ich glaube schon. Er gräbt sie nochmal ein. Mann! Ja, das ist, wenn er wütend ist, er vergisst alles. Okay, erst bei mir oben. Komm aber zu euch runter. So. Bleib ruhig da oben stehen, Maud, oder du bist hier. So. Ja, ja. Kann sein, dass er sich zu dir gräbt jetzt, ne? Ja. Nee, geht auf mich. Nein, nochmal auf mich. Kannst du mich mal kurz in Ruhe lassen? Wie lang, wie weit sein Schrei auch geht. Wenn er jetzt nochmal auf mich geht, gehe ich K.O., ich sag's euch. Okay, er gräbt sich weg. Okay, fahr schnell auf Pause, Leute. Ich mache uns eine Spray-Party. Ich geh nicht mehr nah an den Rand, ich bleib einfach mal auf. Ich werde den nie wieder ansehen. Ja. Ich will nicht dreimal gestorben sein, das wäre ja ultra peinlich. Ist ein Finderker gar nicht letztes Mal dreimal gestorben? Nee. Zweimal. Ah, ja. Zweimal geht ja noch. Der ist unten in der Schlucht. Ja. Schieß aus dem Loch runter. Das ist noch nicht da, das Loch. Ah, ich kann triggern, das Loch. Jetzt kommt er hoch. Warum hat ein Loch getriggert, hä? Ja, ist wie in der Cutscene. Wenn man diese Vögel aktiviert, kommt er eigentlich meistens hochgesprungen. Oder nicht? Hat keinen Bock. Aber er hat gar kein Loch gemacht. Hm, ich hab kein Loch gemacht. Bin von mir selbst enttäuscht. Schieß nochmal einen Stein auf den. Ich höre ihn aber unter uns. Der ist nicht sehr glücklich. Aber. Wackelt der Boden? Nee. Okay, dann gehen wir außen rum. Lass mich vor, Mordado. Nö, ich will hier nur bauen. Ja, ja, aber ab der Ecke greift er ja an. Kam ja vorhin auch runter und hatte direkt einen Diablos im Gesicht. Er chillt da gerade. Instant gräbt er sich ein, wenn er mich sieht. Okay. Ja, geht auch nicht. Kann ich noch looten. Kann ich geblendet? Mhm. Ein bisschen Schaden an seinem Kopf gemacht. Aber noch nicht betäubt. Oh Gott, der bleibt so schön lange stehen und ich hau nicht zu. Achtung, Winterkacker. Ja. Er gräbt sich ein. Und für Leute, nicht auf Winterkacker. Doch, auf Winterkacker. Ach man, ich stelle mich extra weit weg, dass er nicht in deine Richtung haut. Geh weg. Mega dran, schnell. Er will nochmal zu dir. Gott. Okay, nice. Da will ich gerade sehr fokussen. Mit diesen blöden Dingsbumsies verbrauch. Obwohl, nee, einen habe ich noch. Er gräbt sich ein, okay. Ja, hab ihn. Oh, nice. Jetzt hast du ihn auf jeden Fall erwischt, richtig. Wenn er so feststeckt mittlerweile. Hab ihn ausgenockt. Kannst du noch die Richtung wechseln? Ja, okay. Aua. Ich habe ihn gelähmt, wenn man in dem Moment, oder? Nee, wenn er gelähmt ist, dann blitzt er so im ganzen Körper. Wo muss er da? Er müsste schon recht lähmresistent sein, weil ich ihn schon zweimal oder einmal gelähmt hatte. Gut, dass er uns alle erwischt hat. Ach, dann geht doch nicht mal da rum. Autsch.
bin so gut wie tot. Er hat Hunger. Heißt, er wird gleich wieder ein bisschen ruhiger. Ja, er steht da. Er ist gelähmt. Ist noch nicht fangbereit, ich achte noch drauf. Kann den Schweif so schwer treffen, weil der immer so weit oben ist. Ja, kenne ich. Achtung, er gräbt sich ein. Ja, ich hab grad noch einen Schweif getroffen. Und jetzt bin ich wahrscheinlich tot. Er ist fangbereit, er ist fangbereit, ihr könnt abhauen. Okay. Ja, wenn ich jetzt nicht sterbe. Er gräbt sich nochmal ein, also es kann sein, dass er zu dir geht, Winterquäker. Ja, ich habe schon noch einen Megatron reingeballert. Also wird wahrscheinlich die Map wechseln? Nee, aber wir machen da nur hauen. Okay. Schnell fahren. Geht aber weg. Nee, wenn er jetzt die Map wechselt, dann ist die Falle verschwendet. Der wird nach unten. Ich weiß, wo sein Nest ist. Oh, ist schon weg. Nee, oder? Haut ab. Ja, geht zu euch. Hier, komm mit, hier rein. Wir gehen hier rein. Da ist sein Nest. Ja, dann kommt da halt zu uns. Okay, kriegen da einen Plan. Wir verstecken uns einfach. Oh Gott, Alter. Ich höre immer noch dieses Jagdhorn. Ja, weil mein Handy da hinten auf dem TÜV liegt und wenn es vibriert, machst du komische Geräusche. Er will noch kämpfen mit euch. Nein. Wir sind doch im anderen Gebiet. Dann gehen wir zurück in die 8. Ja, hauen wir einfach ab. Ihr müsst hier schlafen gehen. Wir regenerieren. Das Gebiet ist nur so gigantisch. Okay, er gräbt sich hinter uns her. Achtung. Er will auch nicht. Ja, lassen wir uns einfach hier rechts hochlaufen. Er hat auf. Er humpelt weg. Oh, er geht in sein Nest. Perfekt. Oh Gott, das will. So. Also, ich soll ihn fangen. Oh, ja. Leute. Oh, ich baue währenddessen hier noch Zeug ab. Hier ist überall Erz. Okay. Schockfalle. Und Beruhigungsbomben. 1 und 2. Sehr gut gemacht. Zombie! Ja. Unser Held. Der Vivrianer will mit mir sprechen. Ich bin der Eroberer des Ökosystems. Vom Low Rank. Der hat bestimmt jetzt so einen großen Schalter, den legt er um und auf einmal sind alle Monster stärker. Und dann bin ich im High Rank. Also jetzt kommen wir jetzt in den High Rank? Ich weiß es nicht wann. Aber wir töten hier gerade schon die stärkeren Monster. Drachenältesten sind wahrscheinlich im High Rank. 18 Minuten. Wisst ihr, was ist mir über 10 Minuten gestorben? Der hält echt viel aus. Habe ich ein paar verdrehte Hörner bekommen. Gedrehtes Horn. Diablos Reißzahn. Reißzahn, okay. Rückgrat, Horn, Panzer. Reißzahn, Rückgrat. Und ganz viele Diablos Panzer. Sehr schön. Jägerrang 10. Hey, wir sind in Jägerrang aufgestiegen. Oder 2? Cool. Nee, ich bin 9. Oder? Mir stand hier gerade 10. Nee, ach so, meine Katze ist Stufe 9. Ups. Lebensretter Maudado, 9-mal geheilt. Fürs Team. Ah, Leute. Nicer Fight. Ich freue mich schon auf den schwarzen Diablos. Ich mich nicht. Nee, ich fand ihn besser als den Hund. Also, ja, stimmt, der Hund war viel schlimmer. Echt? Ja. Ja. Also ja, vom Hund muss man nur das Moveset verstehen, dann ist er angenehm, aber der rennt die ganze Zeit auf einen zu und one-hitted ein. Der Hund ist einfach nur Blutungsschaden, keine Ahnung. Also ich fände den Hund auch mal schlimmer, Diablos. Aber ich will die Rüstung von dem irgendwann. Ah, da müsst ihr ja nicht mitfahren. Also keine Sorge. Da ist der Online-Modus hier echt angenehm. Kann ich einfach mit irgendwelchen random Leuten spielen. Werde ich jetzt zugelabert oder muss ich jetzt wieder in den uralten Wald gehen? Ich laber gerade mit dem. Ah ja, okay, cool, dann würde ich mich kurz. Bis später, Leute. Ja. Sound muted. Du, der ganz oben stehst. Du hast dir das Recht verdient, das Geheimnis des Drachens zu erfahren, der einen Vulkan auf den Rücken trägt. Das Licht des Lebens selbst hat seine Aufmerksamkeit erregt und ihn von seinem Grab weggelockt. Und jetzt ist er im ewigen Strom verschwunden. Der Drache schwebt am Rande des Todes, voller feuriger, lebensspendender Energie. Und der ewige Strom verbindet alle Winkel dieses Kontinents wie die Venen eines schlagenden Herzens. Sollte der Drache dort dem Tode erliegen, würden seine Unmengen an Energie durch diese Venen schießen, sie entzünden und auf dem Kontinent nichts als verbrannte Erde zurücklassen. Dies ist das Geheimnis des Drachens und das Schicksal dieses Landes. Junge, wenn dein Land kaputt geht, dann sagst du mir sofort Bescheid und lässt mich nicht erst zwei Monster jagen.
Der Lauf der Natur lässt sich nicht abändern. Ich beweise dir das Gegenteil. Mr. Punkt, Punkt, Punkt. Mr. Vivrianer. Alle bitte Ruhe. Werfen wir nochmal einen Blick auf unsere derzeitige Lage. Dank der fleißigen Arbeit der 5. Flotte haben wir ein paar Dinge herausgefunden. Ich sehe so kacke aus. Erstens, der Sora Magdaros ist auf dem Weg zum ewigen Sturm. Zweitens, wenn er stirbt, wird die Bioenergie freigesetzt, die er angesammelt hat. Und drittens, der ewige Strom durchströmt jeden Winkel der neuen Welt. Wenn der Sora also im ewigen Strom stirbt, wird seine Bioenergie uns alle zur Hölle schicken. Kommandant, die Kommission sollte die Evakuierung zur obersten Priorität machen. Ich werde meiner Schwester sagen, dass sie das Luftschiff bereit machen soll. Uns bleibt keine Zeit. Wir müssen den Sora Magdaros erlegen. Was? Wir haben garantiert nicht vor, uns alle ins Jenseits zu befördern. Korrekt. Und unser Auftrag hier ist, die Funktion der Bestie im Ökosystem zu erforschen, nicht sie aus dem Ökosystem zu entfernen. Vielleicht habe ich da eine Alternative. Was, wenn wir versuchen, ihn irgendwie vom ewigen Strom wegzulocken? Ihn weglocken? Ja, Sir. Ich habe etwas recherchiert. Der ewige Strom grenzt doch ans Meer, oder? Wenn wir den Sora Magdaros also aufs offene Meer locken könnten... Dann könnten wir der Explosion entgehen. Und die freigesetzte Bioenergie erschafft im Meer ein neues Ökosystem. Das Leben ginge weiter. Muss ich Sie daran erinnern, Sir, dass unsere Vorräte gerade knapp sind von unseren Fangversuchen? Selbst wenn wir genug Vorräte hätten, mit welcher Waffe könnten wir ihn denn von seinem Weg abbringen? Keine Sorge, ich habe einen Plan. Einen sehr großen Plan. Ist das das, für das ich es halte? Haha, jetzt wird's interessant! Was wird... Das Schiff? Ach, wird es wieder Yen Moran letztendlich? Dass wir dann auf einem Schiff gegen den kämpfen und Sie den dadurch umlocken? Sie haben sicher ganz schön Zeit gelassen, Kapitän. Wir sind froh, dass Sie jetzt da sind. Schön, hier zu sein. Ich habe alles dabei, was wir brauchen. Ballisten, Kanonenkugeln und Vorräte. Und auch noch eine kleine Überraschung. Die Gilde hat uns ein fantastisches Schiff gegeben. Es ist mit der neuesten Anti-Drachen-ältesten Waffe ausgestattet. Einem Drachenspeer. Die neueste? Die gibt's doch schon in jedem Monster Hunter. Aber gut, weiter. Ausgezeichnet. Die perfekte Waffe, um den Sora Magdaros aufs offene Meer zu treiben. Jäger, es geht los. Schließt eure Vorbereitungen ab und begebt euch zum ewigen Sturm. Einzelheiten erkläre ich vor Ort. Wir können das schaffen. Wir müssen das schaffen. Möge der Saphirstern unseren Weg erhellen. Und jetzt Bewegung! Zeit, den Sora Magdaros zu verabschieden. Für uns alle. Kommt jetzt wirklich so eine finale Quest? Wenn die Story hier endet. Ich werde sehr garantiert noch Videos zu den Drachenältesten bringen, die noch kommen. Oder High Rank. Nee, es hieß ja, die Story geht in den High Rank. Wir sind noch nicht im High Rank, glaube ich. Sie geht noch weiter. Wenn ich so recht überlege, kommen wir mit unserer Forschung erst richtig voran, seit die 5. hier ist. Ich hatte gehofft, ihr wäret der Tritt in den Hintern der Kommission, der nötig war, um voranzukommen. Aber ihr seid noch viel mehr. Ihr seid eine richtige Naturgewalt. Ha! Ich werde mir einfach mal selbst dafür auf die Schultern klopfen, dass ich so klug war, euch hierher zu bringen. Hör mir zu. Die Zeit läuft uns davon. Du musst zum ewigen Strom. Was zu tun ist, besprechen wir vor Ort. Viel Glück. Möge der Saphirstern dir den Weg weisen. Okay. Danke. Hast du ja selber gesagt. Schöne Karte hast du da. Zum ewigen Strom? Hallo? Ist der da oben im Norden? Wahrscheinlich. Okay. Rede mit der World-Expertin. Der World of Warcraft-Expertin. Können wir machen, aber das machen wir alles beim nächsten Mal, würde ich sagen. Auch mit dem Versorgungslager. Das können wir jetzt noch machen. Hey Kumpel, jetzt oder nie, oder? Ich habe neue Ware. What do you need? What do you have? You have Panzer. Oh, die Amulette. Ja, die müssen nur im Inventar sein.
Das ist ein permanenter Buff, die nur im Inventar liegen müssen. Die gibt's hier. Ah, die muss man sich mal craften. Oder die konnte man verbessern, glaube ich, mit Dämonio-Zeug. Wenn der Dämonio also im Februar kommt. Cool. Neue Köder. Und sonst nichts. Ja, kosten aber auch ihre Menge an Geld, ne? Ich habe erstmal das Verteidigungsamulett. So, und soll ich das auch holen, dann bin ich pleite? Ich kann noch Zeug verkaufen. Okay, so, dann haben wir die jetzt immer dabei. Dafür opfere ich gerne zwei Slots meines Objektbeutels. Aber schön, dass es die noch gibt. Ich weiß gar nicht, ob man es so direkt sieht. Also ich glaube, so haben die funktioniert. Die musste man nicht benutzen und so. Deswegen kosten die auch so viel. Wir können ja mal kurz an die Kiste gehen. Wir sehen ja, wir haben jetzt 655 Angriff. Schauen wir mal, wie viel ich habe, wenn ich das jetzt weglege. Wie viel Angriff das dazu bringt. Du da rein. 624. Genau, guck mal, einfach 30 Angriff mehr. Nur weil ich dieses Amulett im Inventar habe. Genau, also das wird jetzt nie wieder weggelegt. Das gehört jetzt zu meinem Set dazu. Das ist jetzt mein Leben. Ich mache es aber anders. Ich mache erstmal mein Fangset bereit. Und dann tue ich die beiden Sachen wieder rein. Weil Fangzeug will ich jetzt eh immer dabei haben, glaube ich. Dann kann ich die auch im Nachhinein da reinlegen. So, eins und zwei. Oh Gott, wie will Mordado und Wintercracker sich die Dinger leisten? Egal. Dann kümmern wir uns. Müssen wir uns jetzt nicht kümmern. Wir können aber das speichern. Ausrüstung. Objekte verwalten. Das speichern. Genau. Sehr gut. Und du willst noch eine neue Ausrüstung geben. Hey, du bist genau derjenige, den ich gesucht habe. Ich habe ein Spezialwerkzeug, aber ich brauche Hilfe bei den Materialien. Kann ich dich überreden, für dich die Quest neue Definition des Machtpaars zu melden? Okay. Rathian und Rathalos vielleicht? Ich habe das Versorgungslager gebeten, mir nach Abschluss der Quest zurückzulegen, was ich brauche. Kümmere dich bitte bei Gelegenheit darum. Oh Gott, wieso kann ich hell sehen? Das ist... Och nee! Die mache ich jetzt nicht erstmal. Da habe ich gerade keine Lust. Okay, wir reden beim nächsten Mal mit der Wildexpertin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Die Musik ist auch sehr dramatisch. Bis dann, euer Zimmelmann. Tschüss. Ich weiß nicht, ob das zwei Folgen sind oder eine. Wahrscheinlich zwei, weil wir so oft beim Diablos gestorben sind. Mal gucken.